Hallo, gestern war der unabhängige Futterberater Christian Treichel bei mir zu Gast in der neuen Milchviehberatung und hat einen spannenden Vortrag darüber gehalten, was du bei der Trockensteherfütterung unbedingt berücksichtigen solltest. Heute siehst du einen Auszug zu dem Thema. Wie sieht die Verpflegung aus? Ein weiterer wichtiger Punkt, der, sag ich mal, ganz entscheidend ist, für die ganze Geschichte und vielleicht ja bei den allermeisten irgendwie im Zentrum der Überlegungen steht. Ich würde sagen, er ist wichtig, dieser Punkt, ganz sicher, aber gleichrangig mit dem vorangegangenen Punkt, alles, was mit Komfort und Management und so weiter zu tun hat. Also die Priorisierung würde ich etwas ins Gleichgewicht bringen wollen. Wie sieht die Verpflegung aus? Klare Sache, einmal tägliche Frischfuttervorlage, das Ganze sicher und sehr gerne und notwendigerweise verbunden mit Futterhygiene, sprich Futterreste raus. Die Futtertische selber sollten eben auch nicht, sag ich mal, so grob sein, dass es gar nicht möglich ist, diese Futterreste sauber da rauszukriegen. Sprich, wenn da irgendwo ein Haufen Pelz sich aufgebaut hat, dann muss man eben vielleicht auch wirklich mal einmal mit Säure darüber gehen und mal mit einem scharfen Besen das runterbürsten, was da so drin ist an, sag mal, verkeimtem Futter, was letzten Endes relativ schnell dafür sorgt, dass eben das da frische Futter, was oben drauf gelegt wird, sozusagen von unten wieder bakteriell, durchseucht wird und wir innerhalb weniger Stunden im Prinzip eine Futtermischung da auf dem Futtertisch liegen haben, die, ja, ich sag mal, sich anfühlt, bakteriell anfühlt, für die Tiere vom Geruch, vom Geschmack her anfühlt, als läge sie schon 3 Tage da. Das ist sicherlich eine Geschichte, die da durchaus wichtig ist. Der Einsatz kommt von Konservierungsstoffen. Ich halte ihn bei Trockenstehern, ja, ich würde fast sagen, für generell sinnvoll und notwendig. Ich denke da an Säuren. Vorzugsweise ja aktuell die NC-Säuren, die nicht korrosiven Säuren, das sind Säuregemische, die in der Basis Propionsäure enthalten und wo sinnvollerweise auf jeden Fall Ameisensäure mit drin sein sollte, weil diese Ameisensäure eben von der Wirksamkeit in Bezug auf die Bakterien, die die Nacherwärmung im Wesentlichen verursachen, die Hefen, genau diese, sag ich mal, haben die Ameisensäure als, ja, ich sag mal, als größten Feind, könnte man sagen. Insofern würde sich also eine NC-Säure dort unbedingt empfehlen, mit 2 Litern pro Tonne Mischung, glaube ich, auch eine mehr als überschaubare Kostengröße. Und sie hilft uns natürlich beim Thema Futterhygiene etc. pp., hilft sie uns natürlich enorm viel weiter. Und Akzeptanz von Futter hat ganz sicherlich viel mit Futterhygiene, mit Schmackhaftigkeit und so weiter zu tun. Futter regelmäßig ranschieben. Diejenigen, die die Präsentation vom Dezember noch vielleicht im Hinterkopf haben, haben sicherlich auch das noch vielleicht im Kopf, was ich dazu sagte. Dieser Rhythmus von unter 4 Stunden, er ergibt sich halt im Wesentlichen daraus, dass die meisten Bakterien, die wir im Pansen und im Darm zu Hause haben, ein Generationsintervall haben, was leicht unter 4 Stunden liegt. Damit ist klar, dass es extrem wichtig ist, dass diese Tiere eben relativ häufig zum Futtertisch gehen, um dort zu fressen, damit die Bakterienflora sich nicht jedes Mal neu überlegen muss, was da für Futter liegt, was dann das ganze Auf und Ab der pH-Werte und so weiter mit sich bringt, war alles schon Thema. Also häufiges Anschieben kann ich nur empfehlen. Die tatsächliche Futteraufnahme in der Trockensubstanz zu checken, halte ich für ein generelles Erfordernis. Weil wir einfach, sag ich mal, raus müssen aus dieser ganzen gefühlten Nummer. Die tatsächliche Futteraufnahme hat eben einen enorm hohen Einfluss, unter anderem auch auf das, was wir dann letzten Endes versuchen, zum Beispiel bei zweiphasiger Trockensteherfütterung mit anionischen Salzen zu steuern. Da komme ich dann aber gleich nochmal zu. Die Rationszusammensetzung, da sind wir jetzt bei dem Thema ein- oder zweiphasig. Scheint ganz wichtig zu sein. Ich muss noch mal ganz kurz, weil ich es gerade eben gesehen habe, ich hatte mir noch eine Notiz extra gemacht. Bei dieser ganzen Verpflegungs- und Futtergeschichte gehört diesem Thema Selektion eine große Bedeutung. Das taucht hier leider nicht auf, habe ich mir jetzt gerade im Nachhinein noch notiert. Selektion hängt ganz stark an TS-Gehalten. Das heißt also, wir sind häufig in der Situation, gerade bei Trockensteherrationen mit hohen Anteilen an Häckselstroh, sind wir häufig in der Situation, dass ohne Wasserzulage diese
Selektionsfreudigkeit nicht auszubremsen ist. Die Kühe haben viel Zeit, diese Zeit nutzen sie für Selektion. Also wie gesagt, das sollte man vermeiden. Wasserzulagen helfen hier doch ganz erheblich. Aber auch dazu gleich nochmal etwas genauer. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.